Lufthansa Group Update nach 2 Wochen. Letzte Woche habe ich ja geschludert, mea culpa. Heute etwas mehr intensiv. Und zwar Lufthansa hat über 598 Positionierungsflüge gemacht in einem Zeitraum, um den Flugplan zu stabilisieren. Was sind die First-Class-Strecken? Lohnt es sich, den HON anzugehen? Kann man den HON noch angehen mit den wenigen First-Class-Strecken? Dann haben wir am 12.09. einen Stammtisch mit dem World Shop zusammen in Frankfurt im Hyatt Place, wie immer. Wir haben Lufthansa Cargo. Die fangen an mit den Pilotenstreiks, was ein Problem ist, weil die Piloten fangen an der Schraube zu drehen. 787-9 Business Class, wie wird sie aussehen? Da hat Frankfurt Flyer exklusiv was gemacht. Hier an dieser Stelle natürlich Kudos und abonniert deren Newsletter, geht auf deren Webseite und gibt ihnen die Liebe, die sie verdienen. Was habe ich noch? Nicaragua. Ja, Nicaragua, da gibt es... Nicaragua war der Stress vorher. Jetzt ist es Nigeria, so ist es. Nicaragua war dasselbe Problem, aber wir werden feststellen, warum. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle, wie immer, denkt an den Stammtisch, 12.09. zusammen mit Workshop, ihr könnt was gewinnen, könnt Lose kaufen. Ja, das erste Thema, das ist die Lufthansa First Class. Die haben ja den Winterflugplan 2022-2023 rausgebracht. Und es sind ja viele Flugzeuge reaktiviert worden. 5 340-600er mit der First Class, die 747-8er sind auch alle im Umlauf. Das heißt also, da ist First Class. Die 380er kommen allerdings erst zum Sommer 2023. Also insofern keine in diesem Moment. Aber die 19 Maschinen 747-8er sind mit dem First Class Produkt ab Frankfurt ausgestattet. Ziele weiterhin oder aber Ziele, die dazugekommen sind, gehen wir jetzt einfach mal durch. Ab Frankfurt, Buenos Aires, Chicago, Delhi gestrichen, Houston gestrichen, Johannesburg, Los Angeles, Mexiko, Miami gestrichen, New York gestrichen, Newark gestrichen, dafür aber San Francisco, Sao Paulo, Shanghai und Singapur sind neu ab Oktober und Shanghai ist November und dann Tokio, Haneda. Washington DC gestrichen mit der First Class. Die aktuellen Ziele Delhi, Houston, Miami, New York, das heißt also auch Newark und JFK sowie Washington werden Ende Oktober auf andere Maschinentypen wie den 330er oder die 747-400 umgestellt. Also gibt es dort keine First Class mehr. Ab München gibt es die First Class dann nach Boston, Los Angeles nicht mehr. Miami ist dann neu. Und New York. Also insofern, da wird es was geben. Und nach jetzigem Stand mit einem 350 bedient, also keine First Class. Das ist das Problem. Auch die Strecke nach Dubai, First Class wird nicht vermarktet. Wenn man sich das einfach mal anguckt, München hat ja Los Angeles und ich bin sehr oft mit München, Los Angeles geflogen. Aber es ist leider kein Dauerbrenner in Sachen First Class. Und im Moment ist es halt wirklich so, dass noch weitere 340-600er reaktiviert werden. Man weiß nicht, wie die Strecken dann gehen. Aber das dauert natürlich alles sukzessive, um die Flieger in die Luft zu bekommen. Ab 2023 wird es natürlich besser ab München. Warum? Ganz einfach, weil es diese Mini-First-Class-Kabine gibt. Und diese Mini-First-Class-Kabine, also diese 4 Sitze, die werden halt vermarktet und das ist ja dann gut, aber halt ja, überschaubar, die Plätze, die man bekommen kann, wahrscheinlich auf Meilenpunkte und Status-Upgrades. Ich bin da mal gespannt. Was sollten wir noch sagen? Ach ja, ganz genau, und zwar ist es so, ihr hattet euch ja auch interessiert für den HON Circle. Ich habe viele Anfragen bekommen, den HON zu machen. Auf den Stammtischen war das ja auch so ein Burner-Thema, soll man den HON noch machen? Und wir haben auch da Kunden abschließen können, für den Concierge, die mit unserer Hilfe den HON machen. Wir sagen ganz einfach, es ist möglich, aber es ist natürlich nicht mehr so preisgünstig, wie es mal war. Also im Prinzip könnt ihr davon ausgehen,
dass ihr 20.000 pro Jahr investieren müsst. Wenn man das dieses Jahr macht, kann man vielleicht noch mit viel Glück unter 30.000 Euro bleiben. Aber schwierig, schwierig, schwierig. Also, wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr einen Call mit mir vereinbaren. Einfach unten da den Fragebogen ausfüllen und dann geht's Attacke weiter. Was habe ich noch? Nee, zu dem Thema habe ich nichts mehr. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne. Und die First Class als solches ist natürlich bei der Lufthansa immer top. Was top, Honzebüro ist auch top, was bei der Lufthansa top wird, wird auch die Business Class. Was allerdings ein bisschen schade ist, wir werden bei der Lufthansa im Prinzip einmal die ganz alte Business Class haben. Dann werden wir diese, Philippine Airlines Business Class haben. Dann kommt jetzt noch eine dritte hinzu. Das ist die in der 787, die jetzt ausgeliefert wird. Und dann kommt noch hinzu die echte 787 Business Class von der Lufthansa selber. Das ist also schwierig, was da passiert. Also man wird keine homogene Business Class haben. Ob diese jetzt vergleichbar sind oder nicht, lass uns doch einfach mal schauen, was erstmal jetzt kommt in der Business Class. Und weltexklusiv, sage ich jetzt mal, berichtet Frankfurt Flyer davon. Deshalb nochmal der Hinweis, gebt ihnen die Liebe, die sie verdienen. Abonniert deren Newsletter, geht auf deren Seite und sagt ihnen ruhig, dass ich euch geschickt habe. Auf jeden Fall hat die Lufthansa ja auf die 787 lange drauf gewartet, ist eine Zangengeburt geworden. Diesen Monat soll sie ausgeliefert werden. Das hatte ich ja von einem Twitter-Feed von Andreas Späth euch auch mitgeteilt in einer der Folgen. Und das ist nächste Woche. Nächste Woche ist Ende. Ich bin mal gespannt, was passiert ist, aber der Lieferstopp ist ja Gott sei Dank vorbei. Die fünf ersten Dreamliner werden eine neue Business Class bekommen. Die ist auch etwas aufgewertet. Jeder Sitz hat Platz oder Zugang zum Gang. Und wie sieht die jetzt wirklich aus? Die Flieger waren ja bestimmt für die chinesische HNA-Gruppe und Hainan Airlines wie Suparna Airlines. Nachdem HNA schwere finanzielle Fahrwasser reingekommen ist, hat man gesagt, nö, man könnte die Flugzeuge nicht übernehmen. Indische Vistara ist reingesprungen ins Fahrwasser, gesagt, nehmen wir, aber nur 4 der 5. Und Corona hat diesen Deal auch platzen lassen. Dann ging es weiter. Die Flugzeuge sind an Lufthansa gegangen. Lufthansa hat den Zuschlag bekommen. Vielleicht ist das auch ein günstiger Preis. Einmal, weil es Whitetails waren. Und auch warum? Ja, weil man auch die 777X irgendwie verspätet hat. Und da hat Boeing wahrscheinlich Rabatte rausgegeben. Und die Alpha Bravo Papa Alpha, dann die Bravo Charlie Delta Echo. Also in Lufthansa-Manier einmal durch den Buchstabensalat. Ist so, dass man die Bestuhlung übernimmt, welche von Suparna Airlines vorgesehen war. Und diese sind ja bekannt, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Die neue Kabine von Hainan Airlines sind halt von Lufthansa übernommen worden. Es sind da Sitzplätze, hätte ich fast gesagt. Das sind da, Fischgräte oder Herringbone, wie es im Englischen heißt. 26 Business Class Sitze. Man sieht die Business Class von Suparna Airlines und die Farbgebung, die sie dort haben. Erinnert mich so ein bisschen, der Sitzbezug zumindest an Etihad, an die alte Bude. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch relativ modern und schick. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Finnair hat ja auch so eine ähnliche Konfiguration mit der Fischgräte. Und es ist halt einfach eine 121er Bestuhlung. Dann geht es weiter, Premium Economy mit 21 Sitzen in der 232er Bestuhlung. Diese Premium Economy Class wird auch in einem eigenen Compartment sein und ist natürlich auch ein Upgrade, weil wenn ihr überlegt, ihr habt die Economy-Sitze und dann habt ihr im Prinzip nur so ein Plastikding, was da oben hängt, ist natürlich wenig Abgrenzung zur Premium Economy, zur Economy. Aber das wird auch anders sein und der Starlines Sitz, hätte ich fast gesagt, ist auf jeden Fall wie beim Starlines Partner, der United, der Economy Class Sitz. Das sind auch 247 Economy Class Sitz in der üblichen 333-Anordnung.
Der Sitzabstand sind 79 cm und ganz, ganz wichtig, jeder Sitz hat Strom, jeder Sitz hat USB und man hat eine verstellbare Kopfschürze und ein Videosystem, Entertainment, ein IFE. Ja, die Business Class ist relativ klein, wenn man sich das anguckt. Und die Economy Class ist relativ groß, so wie man es eigentlich von einer asiatischen Airline erwartet. Aber bei der Lufthansa ist es einfach so, man hat jetzt 4 von den anderen Fluggesellschaften übernommen. Die anderen 20 Flugzeuge werden dann anders ausgestattet, weil die Kabine von Lufthansa halt definiert worden ist. Und das ist halt der Vorteil. Ist wie beim Auto. Wenn ihr Auto selber bestellt, wisst ihr ja, wie es ist. Wenn ihr einfach ein Auto von der Halde nimmt, dann müsst ihr das nehmen, was da ist. Und so war es bei der Lufthansa auch. Die Frage ist natürlich, was passiert jetzt mit den Farben? Die Farben werden natürlich geändert. Wir haben es ja gesehen bei Philippine Airlines. Da ist es ja auch an Lufthansa angepasst worden. Hier ein bisschen blau, da ein bisschen kranig. Also ihr wisst, wie es geht. Die 787-9er bekommen dann ab der Nummer 6 bekommen dann eine Lufthansa Business Class an Bord. Sowie die neue Premium Economy Sitze, die ihr ja kennt mit dem durchgängigen Rückenlehne. All diese Klassen sollen ab 2023 auch mit einem Airbus A350-900 vorgestellt werden. Was soll man noch dazu sagen? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt und ich freue mich. Ich finde das natürlich ein bisschen schade, dass das Produkt nicht mehr so konsistent ist. Aber hey, das ist Leiden auf hohem Niveau. Da muss man durch, da kann man halt nichts für. Dann schauen wir uns mal an, was bei Lufthansa so los war noch weiter. Es gab diese Positionierungsflüge. Und zwar sind bei den Positionierungsflügen, das waren ja diese Leerflüge, wo ich mich so ein bisschen drüber aufgeregt hatte, dass man da im Juni bis Mitte Juli einfach nur durch die Weltgeschichte gegondelt ist und keine Passagiere mitgenommen hat. Und diese Flugplananpassungen haben aber in der Tat dafür gesorgt, dass der Flugplan stabiler geworden ist, dass das Personal da war, wo es sein musste, dass die Flugzeuge da waren, wo sie sein mussten. Und es sind 598 Positionierungsflüge gewesen. Wenn man sich das einfach anguckt, ist es einfach so, natürlich, dass annulliert wurde, aber das Chaos ist jetzt endlich durch und ich glaube, dass das Tal der Annullierung durchschritten ist. Was sagt ihr dazu? Sagt ihr jetzt auch, dass ihr das Gefühl habt, dass die Operation wesentlich besser da ist, auch wenn man natürlich im Sommer viele Flüge streichen hat müssen, auch im Winterflugplan ist ja schon wieder viel gestrichen worden, vor allem zusammengestrichen worden. Was ist eure Meinung dazu? Was auch leider gestrichen worden ist, ist die A319 von der Swiss. Die Swiss hat A319er gehabt und diese A319er sind, und deshalb spreche ich auch in der Vergangenheit, leider die letzten 3 ihrer Art bei Swiss gewesen und sie wurden jetzt verschrottet. Aber wenn man sich das anguckt, ist es natürlich so, dass diese an die Swiss Air geliefert worden sind, übernommen worden sind von der Swiss als solches. Die Schweizer wollten die 319er schon 2017 stilllegen. Die neu eingeflotten, weitaus modernen 220 hatten natürlich im Verbrauch und so weiter wesentlich mehr Vorteile. Aber die 319er mit den Kennzeichen Hotel Bravo, India Papa Victor, Papa Uniform und Papa Tango, die sind jetzt halt wirklich durch. Und man hatte noch ein bisschen mit denen gemacht und getan, aber Anfang 2020 wurden sie dann im Alter von 23 bis 24 Jahren ausgeflottet und zum St. Athan Airfield geflogen. Insgesamt hatten sie bis zu dem Zeitpunkt rund 57.000 Flugstunden absolviert in Wales. Keine Ahnung, wenn ihr nicht wisst, wo das ist, also dieses St. Athan Airfield. Das ist in Wales und da gibt es Ecube, das ist ein Spezialist, der Flugzeuge zerlegt und recycelt. Und diese 319er sind mittlerweile ausgeweidet worden, von denen übrigens einer nur der Fluggesellschaft selber gehörten. Die 2 geleasten Jets haben man planmäßig der Leasinggesellschaft Willys Lease Finance zurückgegeben, so eine Swiss-Sprecherin. Die eigenen, die das Kennzeichen Papa Victor getragen hatte, habe man verkauft. Und ihr Ende fanden alle 3 am selben Ort. Also insofern ist das in Ordnung. Jetzt sagt ihr natürlich, hey, warum sind die nicht weitergegeben worden? Ja, also wahrscheinlich einmal ist es so, dass die Flugzeuge natürlich vom Verbrauch her nicht so prickelnd sind. Und die nächste Geschichte ist, wenn Flugzeuge ein gewisses Alter haben, also ein Alter nicht im Sinne von Jahren, sondern von Starts und Landungen, dann spricht man von Cycles. Und diese Cycles waren wahrscheinlich auch relativ am Ende, dass es sich nicht mehr gelohnt hatte,
diese Flieger weiter zu benutzen. Aber nichtsdestotrotz ist es wie immer so, Recycling, Recycling, Recycling. Man konnte zum Beispiel Triebwerke weiter benutzen, weil die sind ja nicht 24 Jahre alt oder 23 Jahre alt. Und hunderte andere Teile. Dies hatte Swiss so mit dem Käufer vereinbart. Die werden im Rücklauf gebracht. Warum? Ganz einfach, weil bei der Lufthansa haben ja noch andere Fluggesellschaften, die 319er im Betrieb. Und da kann man diese Teile natürlich gut benutzen. Jetzt muss ich einmal kurz pausieren und innehalten. Warum? Ganz einfach, weil jetzt kommt das, was uns den Spaß am Fliegen verderbt. Im Moment ist es so, dass man einen Tarifkonflikt hat mit den Piloten. Und dieser Tarifkonflikt ist ja allseits bekannt. Die Piloten haben ja auch urabgestimmt. Jetzt gibt es die ersten Streiks. Die Vereinigung Cockpit hat gesagt, wir streiken. Aber jetzt erstmal innehalten, nicht bei den Passagieren, sondern bei der Cargo. Warum? Weil man feststellt hat, natürlich, wir wollen die Passagiere nicht weiter belasten und belästigen. Und das finde ich eine sehr gute Geschichte. Lufthansa Cargo tut den Lufthansa-Arten ja auch relativ weh, wenn die nicht fliegen. Und deshalb ist es so, dass man in 4 Terminen versucht hat, einen Weg zu weiteren Gesprächen zu finden, aber es hat einfach nicht geklappt. Die Konzerntarifkommission, die Lufthansa-Pilotinnen und Piloten am Freitagabend über das Scheitern der Sondierung informiert haben, und man hat halt kein Ergebnis bekommen. Im Moment ist es so, und so schreibt es auch die Aero, ein Streik für die Frachttochter Lufthansa Cargo. Mitglieder bei der Cargo hatten ja mit 99,3%, und das sind ja Ergebnisse, von denen man träumen kann, dafür gestimmt zu streiken. Konzern und Vereinigung Cockpit hatten in jüngsten Terminen um Eckpunkte für weitere Verhandlungen im geschlossenen Raum gerungen. Lufthansa habe sich nicht auf Vorbedingungen der Gewerkschaft, insbesondere eine Aussetzung der Vorbereitung für die Cityline 2, einlassen können. Warum? Ganz einfach, das Cityline 2 ist ja dieses Konstrukt, wo man noch eine Fluggesellschaft auslagert, das war, glaube ich, München, um einfach die Kosten zu drücken. Das ist natürlich das, was die Piloten nicht wollen. Man will ganz einfach, dass das eigene Ruder nicht aus der Hand gerissen wird, wenn man pilotiert. Ist ja klar, ich meine, ihr wollt ja auch nicht eure eigene Konkurrenz stark machen. Da gab es ja auch den PPV. Und dieser Perspektivvertrag, den gekündigt hatte, hatte Lufthansa auch gesagt, hey, das tut uns leid, das ist einfach scheiße gelaufen und so weiter und so fort. Aber ich möchte einfach, auch wenn ich mit der Lufthansa fliege, nicht unbedingt solche Ryanair-Geschichten haben wie Pay-to-Fly oder sowas. Also das ist etwas, was natürlich auch kein Thema ist. Auch wichtig sind natürlich solche Sachen, dass man nicht am gesetzlichen Limit fliegt, und dass das Roster stabil ist. Also insofern schauen wir uns das Ganze einfach weiter an, hoffen, dass es bei den Piloten dann nicht zu einem Streik kommt, damit wir dann wieder davon betroffen sind als Passagiere. Lufthansa fliegt weiter nach Nigeria. Nicaragua, erkläre ich euch sofort, was das damit zu tun hat. Nigeria ist ja so, dass man dort keine Devisen hat. Emirates fliegt ja nach 85 Millionen Euro, die dort zwischengeparkt haben, nicht mehr hin, ab 1. September, weil man 10 Millionen pro Monat aufhäuft. Und Lufthansa hat dasselbe Problem. In der Branche, hier steht jetzt eine halbe Milliarde Dollar, in der Kreide stehend bei Fluggesellschaften. Aber Lufthansa sagt nur, wir fliegen weiter unsere 3 Ziele an. Die 3 Ziele sind natürlich Abuja, dann ist es Port irgendwas, was war denn noch? Da muss ich einmal kurz hin. Lagos logischerweise und Port Harcourt. Ich finde es gerade nicht, aber ihr werdet es merken. Oder ihr wisst es. Kommentiert es einfach unten in den Shownotes. Ja, wichtig. Also auf jeden Fall ist es halt so, dass man in Nigeria an seine Knete nicht rankommt und die Zentralbank zahlt kaum noch US-Dollar aus. Nach Daten des Linienluftfahrtverbands IATA summieren sich die blockierten Außenstände bis Ende Juli auf 464 Millionen US-Dollar. Und die Regierung muss halt diese Mittel freigeben. Warum? Ganz einfach, weil man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass eine Fluggesellschaft einfach weiterfliegt, wenn sie keine Einnahmen erzielen kann. Also Einnahmen haben sie schon, sie kommen aber nicht an die Knete ran. Das ist auch so geil, ich zahle euch und dann kommt ihr aber nicht ans Geld ran. Also insofern ist das Quatsch. Und jetzt kommt die Schleife zu 2016 zu Nicaragua bzw. Venezuela ja auch. Da ist es halt einfach so, dass dort auch Staatsgelder zurückgehalten worden sind. 2016 war, glaube ich, Venezuela.
Und da sind auch dann 3,6 Milliarden Dollar blockiert gewesen. Wobei man muss sagen muss, Nigeria war in dem Jahr auch mit 600 Millionen Dollar im Verzug geraten. Also alles spannende Geschichte. Was haltet ihr davon? Sollte Lufthansa weiterhin fliegen? Oder wie seht ihr das? Also man sieht ja zumindest, dass die dort Cash haben und immer noch dran glauben, dass das funktioniert. Oder hat Lufthansa einen anderen Weg? Ich weiß es nicht. In einem der Kommentare unter den Beiträgen stand ja auch zum Beispiel, dass man damals Naturalien bekommen hat, dass zum Beispiel die Embraer 120 in die LH-Konzernflotte oder auch viel Kaffee im Bauch der Flüge nach Europa gebracht worden sind. Ist natürlich auch eine Geschichte. Man kann Lufthansa sagen, hey, ich bezahle mein Ticket nicht mehr, dafür gebe ich dir aber mein 350er-Modell oder so. Ich weiß es nicht. Ja, denkt dran, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da und kommentiert. Und kommt zum Stammtisch am 12.09. Wenn ihr Hon werden wollt oder auch nur Senator, macht einen Call und wir können das Ganze einfach besprechen. Danke euch, bis dann und ciao. Bis morgen, bis zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV Takeoff.